Hallo und herzlich willkommen im Wald. Eigentlich bin ich gar nicht im Wald, sondern nur in einem, deutlich größer gewordenen Gebüsch, als ich es in Erinnerung habe. Früher waren hier mal 4 Bäume, inzwischen sind hier erheblich mehr als 4 Bäume. Also ich habe früher zumindest nur 4 Bäume wahrgenommen. Es waren damals auch schon mehr als 4, aber das wird ja ein richtiger Wald hier so langsam. Und ein neuer Wildwechsel ist übrigens ja auch dazugekommen. Dafür kommt man auf dem Weg, den ich früher genommen habe, so gut wie gar nicht mehr hierher. Da muss man durch die dicke Brombeerenhecke. Und ich habe in meiner unendlichen Weisheit natürlich eine kurze Hose an, weil ich ja dachte, ich gehe ja nicht in den Wald. Ich gehe ja nur zu meinem Baum auf dem Acker, auf dem man so schön sitzen kann und in die Landschaft gucken. Und auch neu ist dieses tolle Brummgeräusch im Hintergrund. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber irgendeine größere Maschine. So, ja, ich möchte nämlich noch ein kleines Fazit abgeben zu meiner Schwedentour. Ich habe ein bisschen Schnupfen, deshalb bitte ich das zu entschuldigen. Ich habe aber außerdem auch noch keine Zeit und deswegen habe ich nur die Option, mit Schnupfen was zu erzählen oder gar nichts zu erzählen. Da ich aber das dringende Bedürfnis habe, mal wieder was zu erzählen, muss ich halt eben mit Schnupfen was erzählen. Und sorry wegen dem Lärm, ich habe jetzt gerade noch mal ein bisschen nachgedacht und zwar haben wir wohl scheinbar wieder diese seltsamen Schallverhältnisse, das kommt hier oben kurz vorm Wald häufiger mal vor, dass es so eine seltsame Stimmung gibt, auch vom Luftdruck her und so weiter und so fort, in der der Schall besonders weit getragen zu werden scheint. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert physikalisch, Physik ist ja jetzt noch nicht gerade mein Fachgebiet, aber zumindest kommt es mir wirklich so vor und man hört dann Dinge, die vergleichsweise weit weg sind, ganz, ganz, ganz hervorragend gut hier oben und das gilt leider auch für schnelle Autos auf großer Straße, die im Prinzip wirklich weit weg ist, aber ja, wie gesagt. Zu meiner Schwedentour. Es ist ja so, für diejenigen, die das immer noch nicht kapiert haben, da gab es nämlich doch einige Nachfragen in den Kommentaren. Ich bin ja absichtlich im Gebirge größtenteils rumgestapft. Der Kungsleden ist ein Gebirgswanderweg durch Schweden. Schweden sieht nicht überall so aus, wie das in meinen Videos der Fall gewesen ist, sondern eben nur im Gebirge. Da allerdings tatsächlich an den meisten Stellen relativ vergleichbar wie die Regionen, in denen ich war, beziehungsweise die Regionen, in denen ich war, die gehören schon nochmal zu den vielleicht ein bisschen schöneren Ecken, die man im schwedischen Fjell finden kann. Es gibt natürlich nochmal für gewisse Zeitgenossen noch schönere Ecken. Sicherlich ist auch der Sarek-Nationalpark Europas letzte Wildnis, wenn man ihn dann so nennen möchte. Also so richtige Wildnis. Landschaftlich war auch sicherlich sehr, 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 sehr schön und würde dann auch bestimmt auch noch eine gewisse Alternative zum Kungsleden darstellen. Jetzt so rein vom Landschaftsbild her. Aber für diejenigen, die das noch nicht kapiert haben, in der Regel läuft man in Schweden, wenn man da irgendwo rumläuft, durch Wald. Unterbrochen von Mooren und Seen und nur vergleichsweise wenig Dörfern, insbesondere wenn man ein bisschen weiter weg ist vom Süden, so in der Mitte oder im Norden sich rumtreibt. Wenn man ganz nach Norden kommt, dann hat man eine komplett kahle Landschaft, überall mehr oder weniger diese Tundra, wie man sie auch oben im Fjell sehen kann, weil dann ist man einfach so weit im Norden, dass da halt eben keine Wälder mehr vorkommen. Wobei man sagen muss, ganz im Norden von Skandinavien herrscht dieser Zustand dann vor. Ganz im Norden von Schweden kann es auch schon noch mal ein paar Bäumchen geben. Schweden erstreckt sich ja eben nicht bis ganz nach Norden. Die nördlichsten Regionen sind ja schon Norwegen. Also ja, ich würde die Tour definitiv nochmal machen, auf jeden Fall, jederzeit. Aber gerade als ich jetzt das letzte Video nochmal zusammengestückelt habe und da ist ja am Ende noch so eine kleine Szene, wo ich noch so ein bisschen durch die Gegend latsche und nebenher quasi noch was erzähle, so in so einem kleinen Bild im Bildausschnitt. Und diese Szene nochmal angucken hat jetzt schon gereicht, jetzt auch mit ein bisschen zeitlichen Abstand zur Tour, dass ich schon wieder Fernweh gekriegt habe und im Prinzip eigentlich nochmal gerne losgehen würde und jetzt hätte ich auch schon wieder Lust. Es hat ein klein wenig gedauert, bis die Lust wiedergekommen ist, die war zwischendrin dann schon so ein bisschen abgekühlt. Man will sich dann ja schon mal erstmal erholen von der Tour. Ich habe mir jetzt rückwirkend doch auch ein kleines bisschen die Schulter geschrottet gehabt.
lag nicht daran, dass der Rucksack irgendwie schlecht ist oder sonst was, meint zumindest mein Arzt, sondern ich werde alt. Nein, man kann das halt nicht so immer hundertprozentig scheinbar so ganz... Da steckt man nicht so ganz dahinter, warum dann eigentlich mal die Schulter das durchhält und mal nicht. Aber es wird wohl irgendwie in irgendeiner Form eine gewisse Überlastungsreaktion gewesen sein. Auf der Tour selber habe ich nichts gemerkt. 3 Tage später habe ich auch noch nichts gemerkt. Und dann hat es angefangen, Wege zu tun. Habe dann ein wenig entzündungshemmenden Krempel gefressen, damit die Entzündung da weggeht. Und theoretisch hätte ich jetzt noch ein bisschen Physiotherapie machen sollen, da hatte ich aber keine Lust. Ist jetzt auch so weggegangen, so im normalen Alltag, wenn man die Schulter dann halt so nach und nach ein bisschen benutzt. Was das jetzt genau gewesen ist, habe ich leider schon wieder vergessen, den Fachausdruck. Ist ja auch nicht so wichtig. Sehr hilfreich, na, fast wäre die Bremse tot gewesen. Sehr hilfreich habe ich gefunden, dass ich so früh unterwegs war. Also ich habe wohl auf der Tour zwischendrin mal so ein klein wenig geschimpft, dass ich zu früh unterwegs bin. Aber rückwirkend war das gerade spannend und hat natürlich den Abenteuerfaktor der Tour noch so mal ein bisschen erhöht. Zum Beispiel eben, weil die Hütten halt alle in der Nebensaison zu hatten. Ich wäre also gar nicht in der Not, in Anführungszeichen, gewesen, mir meinen Proviant so richtig schön durchzurationieren und die ganze Tour, bis auf eben eine Packung Dextro Energy, ein paar Kekse und ein Päckchen Kartoffelbrei, die ich unterwegs noch aufgelesen habe, vollständig autark zu machen. Also das hätte ich nicht machen müssen und hätte es wahrscheinlich auch nicht gemacht, einfach aus Faulheit und aus Gelüste und Hunger. Hätte ich mir, wenn die Hütten dann entsprechend bemannt gewesen wären, wahrscheinlich dann da auch entsprechend das eine oder andere Leckerli noch dazu gekauft. So gesehen sicher gut, dass ich so früh da war, dass das überhaupt keine Option einfach dargestellt hat. So, dann war auch halt eben noch schön, für mich jetzt rein optisch, dass die Landschaft, wenn man so früh da ist, dass noch viel Schnee liegt, also vergleichsweise viel Schnee, einfach nochmal viel interessanter ist. Weil diejenigen, die kommentiert haben, das ist ja alles eine Einöde, die haben es ja noch nicht gesehen ohne Schnee. Da fehlt dann nämlich eine weitere wesentliche landschaftsgestaltende Farbe, um die Einöde abwechslungsreicher zu gestalten. Dann ist es nämlich noch einödiger, wenn eben kein Schnee liegt. Dann hat man nur diese, na sagen wir mal, leichten Grüntöne. Kein Vergleich zu zum Beispiel eben Irland, wie auch kommentiert worden ist, sondern man hat dann halt eben, beziehungsweise man hat dann halt nur eben diese leichten Grüntöne mit verschiedenen leichten Brauntönen und mal ganz leichten Rottönen, die auch im Sommer im Moor dann schon vorherrschen. Sehr bunt wird die Landschaft übrigens, wenn man im Herbst da ist, weil das sind ja alles Bäume, in Anführungszeichen, die Zwergsträucher. Und gerade die, die wechselgrün sind, unter anderem auch die Zwergbirke, die ja sehr weit verbreitet ist, und auch die Heidelbeere, die verfärben sich ja sehr schön farblich, wenn es Herbst entsprechend wird, werfen ja ihre Blätter auch entsprechend ab. Und dementsprechend hat man dann wundervolle Farben, insbesondere in Kombination mit diesem sehr interessanten Herbstlicht. Die Tage sind dann schon relativ kurz. Ich war nur einmal ganz, ganz früher mit meinen Eltern noch, also wirklich ganz, ganz früher als Halbstarker mit einem Wohnmobil da dann unterwegs und hab das zwar dann jetzt mal gesehen, aber da wandern gewesen bin ich bisher noch nicht, weil geführte Touren, also Gruppentouren wurden nie angeboten zu der Jahreszeit. Also habe ich zumindest keine gefunden, keine Angebote. Und allein habe ich es mich immer nicht so richtig getraut. Inzwischen würde ich schon sagen, dass ich es wahrscheinlich könnte, würde es auch machen und würde es mich auch trauen. Aber ja, Zeit müsste man halt eben entsprechend haben. Und letztes Jahr fiel mein Urlaub halt eben auf diese doch recht frühe Zeit. Sonst hätte ich auch noch mal gerne 2 Wochen gewartet, bevor ich los wäre. Dann hätte ich immer noch ein bisschen Schnee gehabt und weniger sehr matschige Wege zum Teil. Das war natürlich was, worauf ich jetzt auch hätte zum Teil verzichten können, die sehr matschigen Wege. Ich muss aber auch sagen, irgendwie hatten die natürlich auch so einen gewissen Reiz, weil wenn es natürlich schwieriger ist und man schafft es trotzdem, rückwirkend ist das natürlich befriedigender, als wenn man jetzt die ganze Zeit, was weiß ich, über einen sehr gut ausgetretenen Trampelpfad halt eben getrampelt ist
und nahezu keine Probleme hatte, die man hat überwinden müssen. Auch die Flussquerung, muss ich sagen, natürlich im ersten Moment ist das erstmal nervig. Rucksack ab, Schuhe aus, in der Regel auch noch meistens Hose aus. Jetzt muss man da durch, bis man dann die Füße wieder trocken hat, bis man dann in den Schuhen wieder drin ist, bis die wieder gut sitzen. Je nachdem hat man dann vorher geschwollene Füße gehabt, die sich im kalten Wasser dann sofort zusammengezogen haben. Das führt auch nicht unbedingt dazu, dass die sich dann im Schuh gleich wieder wohlfühlen. Das ist schon so eine Sache, aber rückwirkend war das halt schon auch irgendwie sehr lustig und immer so ein kleines Abenteuer, wo man denn am besten durch den Fluss kommt, ob man denn am besten durch den Fluss kommt. Noch mehr Spaß als sonst hat mir dieses Mal auch die Wegfindung gemacht. Damit meine ich jetzt nicht die Navigation. Ich möchte unterscheiden zwischen Wegfindung und Navigation. Navigation heißt, die Richtung, in die man läuft, ist richtig und eventuell, wenn es Wege gibt, dann ist man halt auf dem richtigen Weg unterwegs und weiß, wo man sich befindet, wenn man das mal zwischendurch feststellen möchte und weiß, wie viele Kilometer es noch bis zu Punkt X entsprechend sind. Das ist meiner Meinung nach Navigation. Wegfindung hingegen, das beschäftigt sich dann mehr damit, dass man halt eben für sich selber entscheidet, wo laufe ich denn jetzt in diesem unwegsamen Gelände, in dem es nur wenig bis gar keinen Weg gibt, am besten lang. Auf welche Steine trete ich denn jetzt und auf welche Steine trete ich nicht? Das ist so diese Sache mit der Wegfindung, beziehungsweise das ist natürlich dann spannend, wenn man halt eben den Fluss überqueren muss. Wo furte ich denn jetzt am besten? Gehe ich den Fluss noch ein bisschen rauf? Furte ich direkt hier? Meistens ist es ja tatsächlich leider so, was heißt leider, also ist ja auch gut für den Anfänger, dass der Weg schon an eine Stelle führt, an der theoretisch eine Furt ist. Also da, wo der Weg im Fluss endet sozusagen, ist normalerweise auch ein Platz, das ist jetzt nervig mit dem Schatten von der Kamera, bei dem man auch gut furten kann, aber ist nicht unbedingt immer so, zumal diejenigen, die den Weg gestaltet haben, beim Sommerweg ja davon ausgegangen sind, dass auch wirklich Sommer ist. Und da ich ja erst im sehr frühen Sommer, man kann fast noch Frühling dazu sagen, unterwegs war, ja, da gab es schon Fälle, da war die Flut, die Querung des Flusses an der dafür vorgesehenen Furt definitiv eine schlechtere Idee als an den Stellen, wo ich dann letztendlich rüber bin. Wobei man aber auch sagen muss, so gefährlich waren die Flussquerungen jetzt auch nicht mehr. Es wurde auch kommentiert, du bist aber mutig am Bach zu pennen. Ich hatte ja einen Zeltplatz, der da am Bach gewesen ist. Es war schon kein besonders hoher Wasserstand mehr. Das Wasser ist noch schnell geflossen, der letzte Schnee ist noch abgeflossen, aber die wirklich großen Schneemengen, die richtig großen Überflutungen bei der Schneeschmelze. Das war alles schon rum. Außerdem kommt dazu, das Tauwetter hat ja schon lange, lange, lange angehalten. Wenn du Frost hast und es tritt plötzlich Tauwetter ein, das ist der Punkt, an dem wirklich die Pegelstände der Flüsse so richtig schlagartig enorm schnell ansteigen können, insbesondere wenn das Tauwetter dann weiterhin zunimmt. Aber bei schon wirklich sehr lange vorherrschendem Tauwetter, und ich hatte ja den Wetterbericht auch immer, immer verfolgt, die letzten Wochen vor Tourstart, da kann das eigentlich nicht mehr passieren. Wo soll denn jetzt diese plötzliche Wassermasse herkommen? Soll jetzt nach wochenlangen Plus-Temperaturen auch nachts, bis hin zu mal ein ganz kleines bisschen Frost, kleinräumig im Gebirge natürlich, wird es das schon noch gegeben haben. Aber wo soll denn dann plötzlich das Ereignis herkommen, das dazu führt, dass jetzt bei schon dem meisten abgetauten Schnee nochmal plötzlich irgendwelche Flutwellen herkommen? Irgendwelche riesigen Wassermassen plötzlich aufkreuzen. Das ist einfach unrealistisch. Möglich wäre natürlich jetzt gewesen, dass es irgendwelche sturzbachartigen Regenfälle hätte potenziell geben können, aber dazu muss man wissen, das ist in der Region, wo ich unterwegs war, auch so unwahrscheinlich. Das fällt dann halt unter das allgemeine Lebensrisiko, würde ich mal sagen. Das ist so ähnlich, wie wenn du in den Wald gehst. Da kann dir jeden Moment irgendein Ast auf den Kopf fallen. Es gibt immer eine statistische Wahrscheinlichkeit, sobald man den Wald betritt, dass man von einem Ast erschlagen wird. Die mag bei irgendwann ein paar Promille liegen. Wahrscheinlich noch deutlich geringer. Irgendwas im 0,
Promille-Bereich wahrscheinlich. Aber es gibt sie. Und so ähnlich ist das halt eben auch auf einer entsprechenden Wildnistour. Wenn man in der Nähe von einem Fluss pennt, dann gibt es nach allem Abschätzen der Für- und Widerpunkte immer noch ein gewisses Mini-Mini-Mini-Risiko, dass dann tatsächlich da jetzt die halbe Flutwelle quasi angeflossen kommt und im Laufe der Nacht der Fluss um 2 Meter ansteigt und einem dann tatsächlich das Zelt wegspült. Man kann übrigens auch ganz gut an der Vegetation ablesen, ob das sich eine Stelle häufiger überfluten lässt oder eben nicht. Und das war bei meinem Lagerplatz auch so. Da hat man also auch wunderbar gesehen, okay, allzu oft steht das hier nicht unter Wasser, sonst würden die Pflanzen, die da stehen, nämlich da nicht stehen, weil die langfristige Staulässe nicht abkönnen. Also langfristig im Sinne von, das wird hier häufiger überflutet, würde dann schon reichen, dass man da gewisse Änderungen in der Vegetationszusammensetzung im Vergleich zu der Vegetation auf dem kleinen Hügel, der dann garantiert nicht mehr überflutet wird, nebendran einfach erkennen kann. Da gibt es auch bestimmte Pflanzenarten, die sowas anzeigen. Man kann da schon sich ganz gut behelfen und das Risiko wirklich auf ein absolut geringes Minimum reduzieren. Der wesentliche Trick dabei, damit ich jetzt nicht nur sage, das geht, sondern auch sage, warum, wie das geht, ist einfach, guckt euch mal die Vegetation eben von der Stelle, wo ihr zelten wollt, an, im Vergleich zur Vegetation von einer höher gelegenen Stelle, bei der man eben ausschließen kann, dass sie überflutet wird. Dann kann man ziemlich sicher sein, dass die Stelle, an der man schlafen möchte, auch nicht so oft überflutet wird, sonst hätte sie eine andere Vegetation. Das ist also auch schon die wirklich simpel anzuwendende Regel im Gelände, mit der man das ganz gut abschätzen kann. Und wie gesagt, die Schneeschmelze hat schon eine ganze Weile lang gedauert. Wo hätten da riesige Wassermassen herkommen sollen? Außerdem im schwedischen Fjell, das an der Stelle, wo ich mich befunden habe, hinter dem norwegischen noch höheren Gebirge liegt, ist man im Regenschatten der norwegischen noch höheren Berge. Die haben da Niederschlag noch und nöcher. Schweden hingegen ist vergleichsweise trocken, weil sämtliche Wolken, die vom Atlantik kommen, Norwegen liegt da bekanntlich im Westen von Schweden, ne? Und vom Westen kommt auch das Wetter, bleiben dann halt einfach in Norwegen kleben, regnen da das meiste ab und was dann über Schweden zieht, hat einfach nicht mehr so viel Wasser drin. Das ist dann also auch relativ unwahrscheinlich, dass es zu so richtig krassen Regengüssen kommt. Im Übrigen, fast jeder Zeltplatz kann früher oder später irgendwann mal ein wenig unter Wasser stehen, wenn es zu so richtig krassen Regenereignissen kommt. Da kann man dann meistens irgendwo dann fast schon nichts mehr machen, es sei denn, man beschließt tatsächlich auf irgendeiner Hügelkuppe zu zelten. Ist eine gute Idee, wenn man tatsächlich begründeterweise Angst haben muss, dass es zu größeren Überflutungsereignissen kommen kann. Wenn man hingegen eher Angst haben muss, dass ein größerer Sturm einem auf der Hügelkuppe dann tatsächlich auch sein super teures Zelt zerfetzt, ja, für mich war das eigentlich dann immer relativ klar, dass ich direkt auf der Hügelkuppe, so exponiert, wie es nur irgendwie geht, nicht unbedingt übernachten muss, wenn ich mich im schwedischen Hochgebirge befinde. Ja, mal ein ganz anderer Punkt, die Sachen mit der Einsamkeit auf der Tour. Es ist ja so, ich stelle da fest, ich verändere mich diesbezüglich ein wenig. Ich mache solche Touren ja schon länger. Das ist jetzt nicht unglaublich toll. Da gibt es Leute, die haben da definitiv Besseres vorzuweisen, beziehungsweise noch mehr Erfahrung vorzuweisen. Aber es langt dann halt schon mal, dass man sagen kann, okay, ich weiß jetzt so langsam, was ich tue. Und interessant ist halt eben, dass ich beides kenne. Gruppentouren wie auch Solotouren. Ich habe mit Gruppentouren angefangen, was ohnehin eine gute Idee ist, weil das Ganze alleine einfach mal so zu starten, kann man machen, ist aber eigentlich so keine so gute Idee. Es ist schon besser, wenn man mal mit ein bisschen anderen Leuten da loslegt. Und sei es eine ganze Anfängergruppe, allein ist man immer schwächer als in der Gruppe, in Anführungszeichen. Das ist halt nun mal so, wenn man ein Mensch ist, das ist eine Tatsache. Das gilt nur dann nicht, wenn man ein asoziales Arschloch ist und jede Gruppe mit einem total überfordert ist. Dann sollte man vielleicht überlegen, ob man tatsächlich alleine wirklich besser dran ist. Aber selbst eine schwache Gruppe ist meistens immer noch effizienter als eine heroisch vor sich hin kämpfende Einzelperson, einfach weil man mehrere Dinge gleichzeitig erledigen kann, was die Überlebenseffektivität einfach wahnsinnig erhöht.
Nur mal am Rande angemerkt. So, aber jedenfalls, früher war es so, dass die Gruppe für mich eher so ein Mittel zum Zweck gewesen ist. Ich war da ja natürlich auch noch erheblich jünger als jetzt. Und einfach eine Notwendigkeit, anders komme ich da nicht hin, alleine traue ich mich noch nicht. Und ich habe irgendwie, die sind mir eher auf den Keks gegangen, als dass ich sie lustig fand, die Leute, die da mit waren. Es könnte natürlich vielleicht auch an dem Klientel derjenigen, die da mit sind, gelegen haben. Inzwischen vertrage ich mich eigentlich mit fast jedem Typus Mensch relativ gut. Mit wenigen Ausnahmen. Es gibt da so ein paar Leute, die sind mir derart unsympathisch, dass ich mit denen wirklich nichts zu tun haben will. So jemand habe ich aber in der Natur noch nie getroffen. Beziehungsweise nicht mehr seit diesen ersten Gruppentouren. Aber vielleicht hat es auch wirklich daran gelegen, dass ich da einfach noch zu jung war und noch zu wenig Sozialkompetenz entwickelt hatte. Jedenfalls, Gruppentouren haben mir damals nicht gefallen. Deswegen habe ich dann angefangen mit Solotouren. Die haben mir eigentlich bisher immer gefallen und deswegen habe ich auch jetzt auf der Schwedentour gedacht, ja cool, endlich mal wieder eine Solotour, endlich mal wieder Zeit für dich. Und jetzt musste ich zu meiner Überraschung feststellen, so wenn man das ganze Revue passieren lässt, ich warte mal kurz den Flieger ab, offensichtlich bin ich in den letzten Jahren durch einen schleichenden Prozess zu einem sozialeren Wesen geworden, als ich das wohl früher war. Ich sehne mich jetzt eigentlich weniger nach, oh ja, mach mal wieder eine Solotour, sondern lieber nimm mal ein paar Leute mit. Ich glaube, das könnte auch damit zusammenhängen, dass, wenn ich was Interessantes entdecke in der Natur, ich immer diesen Reflex habe, seit ich einen YouTube-Kanal habe, drüber nachzudenken, oh, das könntest du ja erzählen, beziehungsweise das könntest du erklären, da könntest du dies und das und sel und jenes zu sagen, das wäre ja vielleicht ganz interessant. Und das ist mir so in Fleisch und Blut übergegangen, ich hatte in Schweden ständig das Bedürfnis, oh, eigentlich müsstest du ja jetzt noch dies und das und sel und jenes, hab mir dann aber gedacht, dann kommst du ja gar nicht vorwärts. Also ich bin schon fast so ein bisschen in Anführungszeichen in Stress geraten, weil ich konnte ja beim Laufen nicht wirklich was quatschen und was erzählen, wegen dem Wind. Der Wind ist jetzt rückwirkend schon so ein Faktor, mit dem ich mal irgendwann fertig werden muss, dass das technisch gesehen kein Problem mehr ist. Brauche ich halt vielleicht nochmal eine neue Kamera, bei der das mit dem externen Mikro besser funktioniert, bei dem Ding, was ich jetzt habe. Ich gehe ja davon aus, dass ein externes Mikro überhaupt nicht funktioniert. Eventuell könnte es jetzt doch klappen. Ich habe jetzt inzwischen technischen Beistand bekommen von jemandem, der sich da besser auskennt. Gut, warten wir es ab. Werden wir sehen, in irgendeiner Form muss ich da jedenfalls eine Lösung haben. Aber mir haben dann schon Leute gefehlt zum Reden. Das ist halt eben für mich neu auf Tour, dass ich dann doch Leute zum Reden vermisse. Was ich schon kannte, dass ich spezielle Leute vermisst habe, insbesondere des anderen Geschlechts, ne? Das kannte ich schon. Das ist jetzt nicht so neu. Ich habe dann Touren immer ganz gut genutzt, um gerade vorherrschenden Liebeskummer quasi zu überbrücken und sich mit was anderem zu beschäftigen. Und dann konnte man wiederkommen und dann war man wieder psychisch so weit hergestellt, dass man sich wieder unter die Menschheit hat trauen können. Vielleicht war es diesmal auch einfach nicht so akut, dass ich jetzt unbedingt die Solotour gebraucht habe. Daran könnte es vielleicht eventuell auch gelegen haben. Weiß ich jetzt jedenfalls nicht, aber ja, also das ist auf jeden Fall eine neue Entwicklung, die mir bei mir auffällt. Ich finde eine Gruppentour jetzt neuerdings angenehm. Ich habe ja auch die Erfahrung mit den Männern im Waldtouren gemacht, das waren ja immer nur so ganz kurze Sachen natürlich. Deswegen soll es ja jetzt auch eine längere Tour eben mit Gruppe geben, dann auch in Schottland. Das habt ihr ja vielleicht auch schon mitbekommen, der ein oder andere von euch, dass das in Planung steht. Die ist voll. Also nicht noch irgendwelche Mails schreiben. Ich habe über 40 Leute inzwischen, die da theoretisch hätten mitwollen. Das reicht. Herzlichen Dank übrigens an alle, die da Interesse bekundet haben. Das freut mich sehr. So, was wollte ich denn jetzt noch erzählen? Ja, also eben diese Komponente mit dem Alleine-Sein. Das hat mir diesmal eben mehr zu schaffen gemacht, als ich das bisher gewohnt bin. Andererseits muss ich auch sagen, ich war auch noch nie 13 Tage am Stück unterwegs. Also so ohne Zivilisationsstopp vor allen Dingen auch. Und die Hütten unterwegs, die waren ja leer, beziehungsweise wenn Leute drin waren, dann bin ich denen lieber aus dem Weg gegangen. Ich wollte die Erfahrung ja auch machen mit dem 13 Tage allein. Eigentlich streng genommen war ja schon die eine Nacht in der Hütte, wo die anderen Deutschen und die Schweizer noch aufgekreuzt sind, streng genommen ja schon zu viel. Das hat mir ja schon meine Alleinsein-Erfahrung so an zu einem gewissen Grad kaputt gemacht. Es hat trotzdem gut getan und es war auch wirklich nur ein kleines bisschen Smalltalk, was wir da geführt haben, aber
Früher habe ich Smalltalk eigentlich nicht gemocht. Wenn ich mit jemandem was zu tun haben wollte, dann halt eben mit meinem engsten Freundeskreis und sonst die anderen Menschen, Menschen sind ja eh blöd, die machen den Planeten kaputt. Das ist zwar eine Tatsache, aber ja, man fühlt sich unter seinesgleichen neuerdings halt irgendwie doch irgendwie ein wenig wohl. Und ich finde unser Eins, also Homo sapiens, zunehmend interessant, je älter ich werde. So teilweise aus wissenschaftlicher Neugier, teilweise auch wahrscheinlich, weil ich halt jetzt zu viel Zeit vielleicht alleine verbracht habe. Kann auch sein, weiß ich nicht. Ja, ich bin im Großen und Ganzen eigentlich mit meiner Leistung, wenn man es als solche bezeichnen möchte, ich denke, das ist schon jetzt nicht völlig falsch, ganz zufrieden, so vom Läuferischen her. Ich habe jetzt keine unglaublich langen Strecken zurückgelegt, gar nicht. Teilweise waren es sogar ziemlich kurze Etappen. Ich habe auch nicht super lange Zahlen von Stunden laufenderweise am Stück hinter mich gebracht. Ich glaube, das längste, was ich mal wirklich am Stück gelaufen bin, waren bloß 2,5 Stunden und dann habe ich wieder mein Päuschen gemacht. Generell war es eine Tour, auf der ich ziemlich viele Pausen gemacht habe. Das habe ich in der Intensität auch noch nicht gemacht. Das war also auch neu. So eine wirklich Pause, 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 alle Stunden mal eine Pause, teilweise nach einer halben Stunde schon wieder eine Pause. Und wenn ich Pause sage, dann meine ich schon wirklich hinhocken und zur Ruhe kommen. Meistens auch dann eben was zu lesen rausnehmen und einfach die Landschaft genießen. So gesehen hatte die Tour auch definitiv eine Genusswandern-Komponente. Es war also wirklich in keinster Weise geplant von mir, dass ich das jetzt als sportliche Herausforderung allein mache. Natürlich, es ist eine Wildnistour. Eine Wildnistour ist immer, immer auch eine gewisse sportliche Herausforderung. Man kommt schon immer früher oder später mal an einen Punkt, wo man sich denkt, okay, jetzt reicht's mir. Der eine oder andere vielleicht ein bisschen früher, der andere, ja, und manch einer vielleicht ein bisschen später, aber trotzdem, der Punkt wird irgendwann sicherlich von jedem mal erreicht. Und das ist einfach eine Erfahrung, die ist wertvoll, möchte ich jetzt einfach mal sagen. Und es ist einfach auch vielleicht hilfreich, generell, philosophische Erkenntnisse eines 32-Jährigen. Bitte mit sehr viel Vorsicht zu genießen. Normalerweise höre ich mir philosophische Erkenntnisse von Leuten unter 40 generell nicht an, weil die zu wenig Lebenserfahrung haben, um seriös irgendwelche philosophischen Erkenntnisse zum Besten geben zu können. Hatte mal mit einer Ex-Freundin so eine Diskussion, was denn so ihre bisherigen philosophischen Erkenntnisse über das Leben sind. Da saßen wir an so einem tollen Berg mit toller Aussicht, Sonnenuntergang und bliblablub und haben tiefsinnige Gespräche geführt, soweit das in unserem damaligen Alter möglich war. Und sie hat gemeint, da muss sie erstmal drüber nachdenken. Und ein paar Tage später hat sie dann darauf hingewiesen, ich glaube, es ist generell nicht verkehrt, überlegt zu handeln. Das ist mir hängen geblieben. Man wird ja nach jeder Ex-Freundin, also Mann mit zwei N, wird ja nach jeder Ex-Freundin ein Stückchen weiser und schlauer und lernt sehr viel für sein Leben. Und das ist auf jeden Fall bei dieser Ex-Freundin hängen geblieben. Sie hat nicht ganz Unrecht. Und das waren damals, muss man sagen, philosophische, weitreichende Erkenntnisse einer 20-Jährigen. Ich wäre mit 20 nicht in der Lage gewesen, solch weitreichende philosophische Erkenntnisse von mir zu geben. Nein, wirklich nicht. Worauf ich jedenfalls jetzt hinaus wollte, die philosophischen Erkenntnisse eines 32-Jährigen, wenn man seine eigenen persönlichen physischen Grenzen und auch die Grenzen der psychischen Belastbarkeit in einer Situation, in der es wirklich um das eigene Überleben letztendlich geht, weil wenn du dann dumme Fehler machst, dann kann es dir halt wirklich, und das ist nun wirklich keine Übertreibung, passieren, dass du da in sehr gute Lebensgefahr gerätst. Passiert selten. Die Unfallstatistik ist extrem niedrig. Das liegt halt daran, dass in der Regel kaum ein Depp auf die Idee kommt, völlig unvorbereitet und ohne Erfahrung so eine Tour zu machen. Insbesondere nicht alleine. In der Gruppe ist das ja alles schon wieder ganz harmlos. Aber worauf ich hinaus möchte, es gibt einem ein gutes Gefühl, dass man weiß, dass wenn man unabhängig von der ganzen Zivilisation nur mit einem Rucksack, gut, dessen Inhalt man sich vorher mühsam zusammengekauft und mühsam zusammengestottert hat und den man auch erstmal haben muss, aber trotzdem
Problem, wenn man nur mit so einem Rucksack vergleichsweise wenig Komfort, verglichen mit zum Beispiel einem Haus mit elektrischen Fensterhebern und Rollläden und was moderne Häuser halt so haben. Es muss jetzt gar nicht ein Smart Home sein, allein ein dauerhaftes Dach über dem Kopf ist ein solcher Luxus, den man ganz schnell einfach mit anderen Augen betrachtet und es hilft. Achtung, jetzt kommt die große philosophische Erkenntnis des 32-Jährigen. Es hilft einem im Leben einfach weiter, dass man weiß, dass es einfach viel wichtigere Dinge im Leben gibt, als zum Beispiel Stress mit dem Chef, Stress mit Frau. Wobei man das im Prinzip dann wieder auf die Reproduktionsschiene schieben kann und Reproduktion rein biologisch gesehen ja schon ein wesentlicher Bestandteil des Lebens darstellt, wenn man es, wie gesagt, ökologisch betrachtet. Aber ja, es wirft einen einfach andere Katastrophen, in Anführungszeichen, werfen einen deutlich weniger aus der Bahn, wenn man für sich selber weiß, okay, wenn alle Stricke reißen, habe ich meinen Rucksack, ich habe meine Outdoor-Ausrüstung, ich kann insbesondere in einem relativ laschen Klima wie Deutschland problemlos wirklich über längere Zeit in den Wäldern leben, wenn was auch immer passieren sollte. Das beruhigt für jede Menge Situationen. Auch wenn der Chef nervt, dann kann man sich immer noch sagen, okay, mag sein, dass du hier der Chef bist, aber wenn die Zombies kommen, kann ich in den Wald gehen und du wirst gefressen. Im übertragenen Sinne. Natürlich gehe ich nicht wirklich von den Zombies aus. Ja. Das war nicht besonders schlau formuliert. Das liegt daran, dass ich ja auch nur erst ein 32-jähriger Philosoph bin. Ne? Wartet mal ab, was ich in 10 Jahren bringe. Das wird dann schon, na, das hat dann was in sich, ja. Und in 20 Jahren, Und ich bin mal gespannt, was für krass gute YouTube-Videos ich machen kann, wenn ich so einen weißen Bart habe. Und mit dem Rollator hier zu meinem Baum hoch rollen muss. Wahrscheinlich ist es bis dahin ein Hovercraft-Rollator oder was weiß ich. Bleibt abzuwarten. Worauf ich im Zusammenhang mit Stolz auf meine Leistung auch ganz zufrieden bin, ist, dass ich das wirklich ohne Probleme fast durchgezogen habe. Es gab 3 Dinge, die sind schiefgelaufen, objektiv gesehen. Erstens, ich habe einfach vollkommen zu viel Spiritus mitgeschleppt. Das ist zwar so gesehen nicht schlimm, ich war damit nicht in Gefahr oder sonst irgendwie, im Gegenteil. Ich hätte mir noch ewig lange heißes Süppchen aus Rentierflechte zum Beispiel kochen können, ohne auch nur im Ansatz irgendwas Sonstiges verfeuern zu müssen. So gesehen, vielleicht der am wenigsten schwerwiegende Fehler, man könnte sogar sagen, das ist Absicht gewesen. Im Notfall hätte ich noch jede Menge Brennstoff gehabt, aber natürlich ist es einfach von der Effizienz fürs Laufen her schon ein bisschen hinderlich, wenn man mit, na sagen wir mal, 700 Milliliter Spiritus, dann allerdings super knapp kalkuliert, das muss ich jetzt aber auch sagen, so gerade so vielleicht durchgekommen wäre, aber 2 Liter mitschleppt, dann ist das schon eine ziemlich krasse Übertreibung und das sollte ich vielleicht dann nächstes Mal doch noch unterlassen. Ich habe mich ja erst so last-minute-mäßig entschieden, dass ich jetzt halt eben mit Spiritus kochen möchte und habe mir nie die Mühe gemacht, mal auszuprobieren bei relativ kalten Temperaturen, ja, wie viel brauche ich denn dann eigentlich an Spiritus, um mir und mit meinem neuen, das war ja relativ neu auch, Koch-Setup eben entsprechend mein Wasser heiß zu machen. Hätte ich das vorher mal ordentlich ausprobiert und schön vermessen und so weiter und so fort, hätte ich dann auch gewusst, okay, so viel brauchst du nicht. Wobei ich auch noch zu meiner Verteidigung sagen muss, ursprünglich war es geplant, dass ich mir häufiger mal einen Tee koche. Allerdings muss ich auch sagen, mir hat dann relativ schnell mein Teeextrakt und auch die paar Teebeutel, die ich dabei hatte, ich ja noch ein ganz paar Teebeutel, die haben mir irgendwie nicht geschmeckt ohne Milch. Ich bin es daheim gewohnt, ich bin Tee mit Milchtrinker. Und ohne meine Milch, ich habe so lange keinen Tee mehr mit Milch getrunken, dass ich das gar nicht so sehr wusste, dass mich das so sehr stört. Das ist irgendwie nicht dasselbe. Und ich unterscheide 2 Sorten von Tee. Einfach nur irgendein Heißgetränk und so richtigen Genusstee. Also letzterer sollte dann schon wirklich eine vernünftige Teesorte sein. Da kenne ich mich auch dann ein bisschen aus mit Darjeeling und Assam und Earl Grey und dem ganzen Krempel. Schwarztee mag ich am liebsten. Ich bin jetzt nicht so der riesen Grüntee-Fan, weil da kann man auch keine Milch reinkippen. Ich mag einfach diesen Geschmack mit der Milch da drin. Das ist einfach, das mag ich. Oder alternativ ist ja quasi irgendein Heißgetränk.
Es kann dann Früchtetee sein, Krümeltee bekannterweise, irgendein ein Chai Latte, was weiß ich, aus so einem kleinen Beutelchen, heiße Schokolade, irgendwie sowas in der Richtung. Das ist mir dann eigentlich relativ wurscht. Aber wenn Tee, und Tee ist per Definition ja eigentlich ein Ausgussgetränk aus der Teepflanze, also sprich ein Hagebuttentee oder ein Pfefferminztee ist kein Tee. Das ist ein Aufgussgetränk, nur ein Aufgussgetränk. Ein Tee muss aus der Teepflanze aufgegossen werden. Ja. Und wenn dann mit Milch, und daran hat es halt gescheitert. Ich habe es einmal ausprobiert, mir da so F100 Compri reinzubröseln. Schmeckt auch nicht. F100 Compri ist eine prima Sache, grundsätzlich, gerade für Touren mit, naja, sagen wir mal, einem höheren Anspruch an die Langfristigkeit der Versorgung mit Nahrung. Da ist das toll, aber so wirklich schmecken im Tee, nein. Deswegen habe ich halt insgesamt wenig Tee gekocht. Darauf will ich eigentlich die ganze Zeit nur hinaus. Deswegen habe ich also deutlich weniger Brennstoff gebraucht, als ich es irgendwann mir mal gedacht habe, wie viel ich vielleicht brauchen könnte, und habe einfach viel zu viel mitgeschleppt. Bin es ja dann relativ schnell auch losgeworden, die Hälfte davon. Ich hatte am Schluss noch ungefähr einen halben Liter. Was ich nicht gefilmt habe, ist, dass ich dann irgendwie mal ein bisschen Feuerteufel am Lagerfeuer mit Spiritus gespielt habe. Liebe Kinder, bitte nicht nachmachen. ja, ich bin da nicht immer. Nicht immer. Meistens schon, aber nicht immer so vernünftig. ja, worauf wollte ich noch hinaus? Ach so, ja, meine drei Fehler. Zweiter Fehler war, ich habe... Ja, was war es denn? Ja, ich bin einmal eben zu, ja, sagen wir mal, männlich vorgegangen. Oh, ich komme da noch über den Fluss. Ich schaff das. Jetzt bin ich so lange an dem Fluss entlang gelaufen. Jetzt will ich da auch drüber. Jetzt ziehe ich nicht die Stiefel aus und warte durch. Nein, ich springe von Stein zu Stein. Auch wenn ich genau weiß, im Grunde war das eine blöde Idee. So ein Risiko sollte man nicht eingehen. Gerade eben nicht bei einer Solo-Wildnis-Tour. Risiken eingehen, immer doof. Nie eine gute Idee. Sollte man immer sein lassen. Und ich habe es halt einmal doch gemacht. Ein völlig unnötiges. Das Resultat war ein nasser Stiefel. War dann ja doch nicht so schlimm, weil ich dann ja doch eine Nacht in der Hütte gepennt habe. Deshalb habe ich den Stiefel relativ schnell trocken bekommen. Ansonsten hätte ich da vielleicht sogar noch zwei Tage was von gehabt. Von diesem leicht nassen Stiefel. Hätte dann auch wahrscheinlich mehr Blasen zur Konsequenz gehabt. Hätte ich das Ding im Zelt trocken kriegen müssen, hätte ich halt immer die nassen Socken in den Schlafsack angezogen, dann trocken bekommen mit den nassen Socken in den trockenen Schuh, auch mal unterwegs während der Tour, draußen am Rucksack die noch nassen Socken trocknen, wenn die trocken sind, einmal zwischendurch wechseln. Sobald man trockene Socken hat, mit trockenen Socken in den nassen Schuh, so kriegt man ihn am schnellsten trocken. Was man auf keinen Fall tun sollte, bei jedem gängigen Modell von Trekkingstiefel oder Bergstiefel ans Feuer stellen. Macht jeder, versaut dir aber den Schuh, das Leder zieht sich, da wird dann außen sehr schnell trocken, innen ist es noch nass, das verzieht sich dann und reißt. Ganz großartige Idee. Auch bei fast nur textilen Schuhen. Meine Schuhe, die ich dabei hatte, die waren ja überwiegend Textil. Die hatten aber auch Lederkomponenten, und da, selbst da möchte man die Lederkomponente nicht kaputt machen. Und auch für textile Bereiche ist das auch nicht gut. Ist auch nicht gesund für irgendwelche Membranen, die da möglicherweise drin sein können in solchen Schuhen. Generell einfach eine scheiß Idee. Socken am Feuer trocknen und dann noch öfter mit den trockenen Socken in den nassen Schuhen ein bisschen rumlaufen und so weiter und so fort. Das ist dann die optimale Methode, um sie möglichst schnell trocken zu kriegen. Man kann auch einen angewärmten Stein reinlegen. Einen angewärmten, nicht einen super ultra heißen. Also das nur am Rande angemerkt. Also das war mein zweiter Fehler. Das hätte ich einfach als ein unnötiges Risiko gewesen. Hätte man nicht machen sollen. Ich bin dann mit der Krisenbewältigung schon gut fertig geworden. War kein großes Problem. War auch ja nicht so schlimm. Und ich bin auch nicht viel ins Wasser gefallen. Aber ja, Blödsinn eigentlich. Und drittes Ding. Ich bin einmal gestolpert. Das ist, würde ich schon sagen, eine sehr gute Quote für Trittsicherheit. Aber nur Perfektion kann, was Trittsicherheit angeht, bei einer Wildnistour Solo als ja, akzeptabel betrachtet werden. Wenn du stolperst, dann hast du was falsch gemacht, dann brauchst du noch mehr Erfahrung, um im schwierigen Gelände wirklich absolut sicher vorwärts zu kommen. Nur wenn du wie Jesus übers Wasser als Ben übers Geröll gehst, dann
ist das quasi der Zustand, den ich potenziell dort zu erreichen irgendwann mal hoffe. Ist mir klar, dass das noch eine Weile dauern wird. Aber seit ich diesen Norweger getroffen habe, die Geschichte habe ich schon mehrfach erzählt, das erkennst du der ein oder andere vielleicht, der mich mal krass auf der Gletschermoräne überholt hat, aber mindestens 75 Jahre alt war. Der hat auch nur einen kleinen Rucksack, ich einen großen. Aber trotzdem, der hat mich sowas von abgezogen. Der war also wirklich so richtig viel schneller als ich. Der hat mich nicht über eine Stunde überholt, in der er immer näher kam und dann halt irgendwann sich ganz langsam wieder entfernt hat. Nein, der kam wirklich gefühlt aus nichts, war vorbei und kurze Zeit später war er dann verschwunden. Und das halt einfach nicht, weil er unglaublich... Ja, er wird schon fit für sein Alter gewesen sein, sicher. Aber das lag einfach hauptsächlich daran, dass der sich mit einer Eleganz und Anmut über diese Geröllhalde bewegt hat, als wäre die gar nicht vorhanden. Deswegen, das ist das erklärte Ziel. Und jeder Schrittfehler, den ich jetzt noch mache und mal stolpere, auch wenn mir überhaupt nichts passiert aufgrund entsprechend fester Schuhe, das war nämlich genau die Situation. Es wäre was passiert, hätte ich keine festen Schuhe angehabt, dann hätte der Knöchel durchaus kaputt sein können. Ich habe das auch in der Schuh-Review, glaube ich, schon mal erwähnt, dass ich es einmal ausprobiert habe. Das mit dem Umknicken. Ja, dann wäre was passiert, so ist nichts passiert. Es ist auch nicht damit zu rechnen, dass was passiert, wenn man so richtig feste Schuhe anhat und sich nicht völlig dämlich verhält. Aber jeder Schrittfehler ist einer zu viel. Nur Perfektion ist quasi, was das angeht, akzeptabel. In vielen anderen Dingen ist das nicht notwendig, aber ja. Ich habe keine Fehler gemacht bei der Auswahl meiner Lagerplätze. Die waren immer gut gewählt, unter allen gegebenen Umständen. Ich bin mir da wirklich keiner Fehler bewusst. Ja, das kann man meinem Zelt jeweils zumuten, wo ich gepennt habe. Zeltaufbau habe ich auch immer richtig gemacht. Das ist mir früher einmal schief gegangen. Da war ich zu faul, mein Zelt vernünftig abzuspannen. Und dann ist es mir mehr oder weniger, also es war ein Tarp, aber das ist mir wirklich um die Ohren geflogen. Das war auch in Schweden auf meiner allerersten Tour. Eben, oh, faul, oh, ich bin müde, ich will schlafen. Oh, da draußen ist schlechtes Wetter. Ich müsste noch mein schlechtes Wetter raus, um noch mal die Leinen nachzuziehen. Nein, das wird schon halten. Ja, nee, hat es nicht. Und solche Fehler, das habe ich diesmal nicht mehr gemacht. Ich habe mit der Sonne keine Probleme gehabt. Ich habe keine unvertretbaren Risiken, was die Schneefelder angeht, auf mich genommen. Bin eigentlich immer da auch wirklich sehr vorsichtig vorgegangen. Habe immer mit dem Stock vorne getastet. Kommt man denn überhaupt noch weiter? Natürlich ist das nicht ein 100% sicheres Mittel, um festzustellen, dass es nicht vor einem das Schneefeld einbricht. Aber es hilft auf jeden Fall. 100%ige Sicherheit kann man beim Schneefeldqueren während der Schneeschmelze einfach nicht haben. Es gibt aber halt doch so ein paar Anhaltspunkte, wie man das Risiko minimieren kann. Und es ist auch nie was passiert. Ich bin auch überhaupt nirgends so eingebrochen, dass man sagen könnte, okay, das war jetzt gefährlich. Immer mal wieder ein bisschen, so dass man sagen könnte, okay, das nervt jetzt, da komme ich schlechter voran. Das ging aber dann einfach nicht anders, weil der Schnee nicht mehr getragen hat. War aber in keinster Weise irgendwann mal gefährlich. Ja. Ich habe mich auch nie überschätzt von meinen Kräften her. Das ist auch wichtig, dass man nicht sagt, oh, ich laufe jetzt weiter, oh, ich laufe jetzt noch weiter und dann ist man irgendwann so am Ende, dass man halt eben keine Energiereserven mehr hat, falls irgendwas wäre. Das ist ja auch wichtig, das habe ich auch mal in den Sicherheitshinweisen, da habe ich noch mal ein extra Video gemacht mit den Sicherheitshinweisen zu solchen Touren. Da habe ich das auch gesagt gehabt und ja. Ah ja, und jetzt ist mir noch der ganz wichtige Punkt eingefallen. Wie hat es mir denn so gefallen im Vergleich? Also ich muss schon sagen, Kungsleden, südlicher, nördliche Hälfte, war wirklich ungefähr die Hälfte, glaube ich. Ja, das ist eine schöne Tour. Das ist definitiv eine schöne Tour. Es ist nicht meine schönste Tour bisher. Sie sticht in einem Punkt aus allem anderen heraus, nämlich das ist die Weite. Diese enorme Sichtweite, dieses Gefühl für die Weite. Wenn man das wirklich, wirklich, wirklich liebt, dass man unglaublich viel Platz um sich herum hat und in alle Richtungen sehr weit gucken kann. Aber dieses Gefühl von Freiheit, das war da sehr, 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 sehr ausgeprägt. Das habe ich so bisher auf der Hardanger Widder ein bisschen so ähnlich erlebt. Nicht ganz so krass, nicht ganz so krass. Ja, also das war auf jeden Fall Rekord, was das angeht. Dieses Gefühl von Freiheit und ich kann da überall hinlaufen, theoretisch. Praktisch ist es natürlich auch wieder keine gute Idee, von einem ausgewiesenen Weg runterzugehen, wenn man schon einen hat. Auch aus naturschutztechnischen Gründen sollte man das nicht übertreiben. Solche Aktionen kann man natürlich schon mal machen, aber ja, es ist halt grundsätzlich
auch nicht die aller schlauste Idee, aber muss es ja auch nicht unbedingt sein immer. Ne? Ja, und dieses Gefühl der Weite, das ist schon toll. Jotunheim zum Beispiel, also das Heim der Riesen, die höchsten Berge Norwegens, von den Panoramen her, von der Schönheit und der beeindruckenden Komponente der Landschaft, ist das ungeschlagen. Also da habe ich noch nie was Krasseres gesehen. Also das waren dann halt nochmal ganz andere Panoramen, die einfach auch als Foto erheblich mehr hergemacht haben. Ja, schwer zu sagen. Vielleicht meine zweittollste Tour bisher. Die Jotunheim-Sache, die ist, glaube ich, noch ein bisschen besser. Hat mir noch ein bisschen besser gefallen, so rückwirkend. Die hat mich vielleicht auch noch etwas mehr geprägt. Das war meine erste, sagen wir mal, anspruchsvolle Solo-Tour. Die hat mich schon ziemlich geprägt dann damals. Und da gab es auch so ein paar Momente, da hatte ich ziemlich Muss und Sausen. Hab aber alles überstanden. Und interessanterweise gänzlich ohne Hüttenübernachtung. Das waren allerdings nur 10 Tage, aber da war ich die 10 Tage auch vollständig nur ausschließlich im Zelt. Kein einziger Hüttenbesuch. Da habe ich diesmal so gesehen ein bisschen geschwächelt. Ich habe ja, 2 Nächte unterwegs in Hütte gepennt. Diese blöde Dackelgarage, in der ich da auch noch mal übernachtet habe, die zähle ich nicht mit. Weil das war eine schlechtere Nacht als im Zelt. Das wäre im Zelt komfortabler gewesen, das ging nur einfach nicht. Und ganz am Schluss dann halt eben wegen Dusche noch einmal. Aber ja, so gesehen war das vielleicht vom Anspruch her noch ein bisschen was anderes, die Jotunheim-Sache. Das waren auch einfach mehr Höhenmeter, die man da hat machen müssen. Es waren teilweise auch stellenweise, also wirklich nur auf kurzen Etappenstücken, wirklich schwer zu laufende Kletterpassagen eigentlich. Das gab es auch gar nicht jetzt auf den Kungsläden. Es war schon eine schöne Tour, doch definitiv. Auch die vielen Bachquerungen, das habe ich in Jotunheim auch nicht gehabt. Tiertechnisch bin ich zufrieden, ist in Ordnung. Es hätte noch natürlich die eine oder andere seltene Art, man hofft immer, die zu sehen. Hofft man eigentlich immer. Was mir wirklich gefehlt hat, ist der Elch. Ich habe vom Zug aus einen gesehen auf der Hinfahrt, 2 eigentlich. Das hat mir aber nichts geholfen, weil konnte ich ja nicht fotografieren. Und es war einfach was anderes vom Zug aus. Das zählt quasi nicht. Da muss man schon zu Fuß potenziell verletzbar dem Viech gegenüberstehen. Erst dann zählt es so richtig. Vögel habe ich ja Glück gehabt. Das hat gut funktioniert, da bin ich zufrieden. Der Elch fehlt mal. Und die Hoffnung, dass man halt dann doch mal eins von den wirklich tollen Tieren, theoretisch ein Wolf, damals inzwischen in Deutschland mehr als in Skandinavien, theoretisch aber ein Wolf wäre natürlich schön, ein Vielfraß, das wäre großartig. Auch Lemminge habe ich vermisst. Ich habe schon welche gesehen, aber es war halt einfach kein Lemmingjahr. Es hat, glaube ich, auch schon länger keine Massenvermehrung von denen mehr gegeben. Denen geht es wohl klimawandelbedingt auch jetzt gerade irgendwie nicht so. Man weiß es nicht so genau. Ich muss da auch mal selber nochmal nachforschen und nachlesen, wie es den Lemmingen eigentlich gerade geht. Wer Lemmingen nicht kennt, das ist so eine Kreuzung aus Mäuschen und Hamster, so gefühlt. Also eigentlich ist es eine Wühlmaus. Wirklich sehr possierlich. Sehr, sehr, sehr possierlich. Könnt ihr ja mal googeln. Der hat mir gefehlt und selbstverständlich hätte ich gerne einen Eisfuchs gesehen. Für mich persönlich das Highlight der Viecher, die da oben rumrennen, der Eisfuchs. Also der Fjällräven. Bär, ich muss gestehen, ich bin kein so ein Bär-Fanatiker. Natürlich, so ein Bär ist was Tolles, ohne jeden Zweifel. Aber fasziniert mich jetzt nicht so, wie er es vielleicht eventuell sollte. Also wenn man sich so andere Leute und Bären anguckt, wie begeistert die sind, da bin ich dann eher ein bisschen, ja, natürlich, ein Bär ist interessant, selbstverständlich. Aber ich würde mich auch freuen, wenn ich mal einen Bär zu Gesicht bekomme in freier Wildbahn, aber ach, die anderen Tiere sind einfach so irgendwie mehr meins. So ein Bär, ich weiß nicht, irgendwie weit davon entfernt, unsympathisch zu sein, aber auch nicht so faszinierend wie eben für viele andere. Ja, aber ich glaube, viel mehr fällt mir jetzt dann nicht mehr ein, was man zu der Tour noch großartig sagen könnte. Es ist ja auch jetzt genug entsprechendes Blabla gewesen. Und ja, das soll es dann an dieser Stelle gewesen sein.
Ich hoffe, ihr habt euch nicht allzu sehr betüxen lassen und macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ach so, und wichtiger Hinweis, ich habe zurzeit wirklich nicht viel Zeit. Ich würde wirklich gern mehr Videos drehen, insbesondere mehr anspruchsvolle. So ein Ding wie jetzt gerade, das geht auch mal nach der Arbeit, deshalb wird es auch gerade dunkel. Aber was großartig anspruchsvoll, schaffe ich direkt nach der Arbeit nicht. Dafür brauche ich dann schon einen ganzen freien Tag, den ich dann auch mich auf sowas konzentriere. Also nicht ganz einen freien Tag, aber schon ein paar Stunden halt einfach. Ja, schimpf du nur, ich gehe ja gleich. Ja, ich bin ja gerade fertig. Ist gut jetzt. Macht's gut.